Hallöchen hier da draußen und willkommen zurück zu Sacred. So, mir ist gerade eben das Spiel abgeschmiert. Verdammte Scheiße, nicht schon wieder? Mann, das habe ich ja schon in meinem Jahresrückblick-Video gesagt, dass mir das Spiel ein bisschen Probleme macht. So, wir müssen jetzt die Hauptquest weitermachen. Wo ist denn hier? Das ist, Moment. Der Weg zur Klosterfeste. Am Eisbachtal. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir da am besten hinkommen. Guck mal kurz auf die Karte. Wir haben hier ein Portal. Das ist, glaube ich, irgendwo da oben. Genau da wollen wir hin. Und hier wäre nämlich ein Portal. Charuka. Jetzt weiß ich nicht, was für ein Kaff war denn das da oben bei Schiefersaal. Müssen wir kurz schauen, ob wir uns dahin teleportieren können. Ich glaube, ich nehme mal ohne Pferd, weil sonst kommt mir die Tussi nicht hinterher. Und dann ist nachher wieder irgendwas und die stirbt bestimmt oder was weiß ich was. Porto Vallum, Eisbachpass. Das ist schon erstaunlich, wie der hiesige Pöbel es immer wieder versucht. Ja, das ist sehr schön hier oben. Da sind wir richtig. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da am besten... Da waren wir ja noch gar nicht, ne? Nee, aber hier geht es so, wie es aussieht, rüber. Und ich glaube, das sieht auch schon gar nicht so schlecht aus. Ja. Welche Geheimnisse mag es in diesem vereisten Pass wohl geben, der zum Kloster der Seraphim führt? Ah, weil ich wollte eigentlich jetzt ein Part aufnehmen für gestern. Also im Prinzip den ersten. Jetzt habe ich es bloß nicht geschafft in dem Fall. Hat mich ein bisschen das wäre schon angekotzt, so. Weil das ist ärgerlich, wenn immer das Spiel abstürzt, das... Ah. Ich denke immer wieder, jetzt ist wieder gut, aber dann passiert es doch wieder. Habt ihr eigentlich auch die Probleme oder habt ihr vielleicht eine Lösung dafür? Das wäre echt cool. Hey, das gilt nicht. Ey, komm her jetzt da. Ich will nicht, dass die ganzen... Wölfe und so kommen. Na, jetzt kommen sie eh. Na komm, schlagen wir einfach mal drauf hier. Die sind eh gelb. War kein Problem für uns. Ja, müssen wir nur gucken, wie wir jetzt da rüberkommen am besten. Oha. Warte mal, hier ist ein Weg, ne? Nee, ist das kein Weg? Nein. Aber hier geht's entlang nach oben vielleicht. Kann man da drüber? Ja, das geht. Da ist ein Übergang. Sehr gut. Oh, Eisgoblins. Ich liebe Goblins. Die machen so lustige Geräusche. Boah, die Drachen, Alter. Die sind aber auch nicht ohne, oder? Wie sah ich aus? Haben wir im Inventar haben wir genug Platz, falls wir mal noch ein paar Sachen finden. Nicht, dass wir da stehen und... voll. Scheiße, hier sind wir wahrscheinlich schon falsch, oder? Wir müssen irgendwie da halt nicht drauf bleiben, ganz schlecht. Also wir müssen irgendwie hier so entlang, so wie es aussieht, hier. Da sind wir doch richtig. Wenn es überhaupt, doch, da ist ein Weg. Komm, wir metzeln die weg, dass wir mal die Stufe steigen. Wir haben sie nicht bald wieder geschafft, dann sind wir wieder eine Stufe höher. Stirb! Ah, die können, sie hat mir geholfen. Ich wollte gerade sagen, die könnten mir auch mal ein bisschen helfen hier. Weil, guck mal, die hampelt hier nur rum und sieht gut aus. Aber mehr tut sie auch nicht hier. Komm, mach mal was. Hier, nur die Titten rausstrecken, bringt mir auch nichts. Dafür werde ich auch nicht bezahlt. Heilige Scheiße. So was wir Geld verdienen hier. Okay. Oh, die sind gar nicht ohne. Die machen auch ein bisschen Schaden hier. So. Eigentlich eine ganz schöne Gegend, nur ein bisschen kalt. Ja, ich weiß, ich soll nicht immer so verfroren sein, sagen sie, ne? Was habt ihr euch so für Vorsätze eigentlich genommen für das Jahr 2016? Ich habe gesagt, ich muss ein paar Kilo abnehmen, mindestens 30. Ich habe ein bisschen zu viel auf den Rippen. Ach komm, dem jetzt hinterherlaufen, bin ich bescheuert oder was? Das habe ich mir jetzt so vorgenommen. Und mehr Let's Plays machen. Haha. Aber das wird schwierig, ne? Abnehmen und Let's Plays machen? Hm. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. So, wir sind ja gestiegen. Können wir, glaube ich, einen Punkt raushauen. Ich gehe auf... Daher, dass ich ja schon Feuermagie so angefangen habe, gehe ich auch weiter auf Feuermagie. Und ein bisschen Magiekunde oder Meditation. Waffenkunde könnte man auch noch ein bisschen gehen. Und vielleicht noch ein bisschen auf die Magierkunde. Attributpunkte haben wir. Oder gehen wir noch ein bisschen auf Stärke, glaube ich.
Weil wir machen ja viel Nahkampfschaden. Eigentlich sollte ich das ein bisschen mehr haben. Hey, guck mal, die alte Burg. Boah, geil. Ist da was? Gibt's da was zu holen? Ah, eine Kiste. Ui, Gold. Nimm's mit. Nimm mal alles. Perfekt. Nur mal gucken wegen dem Weg hier. Ah, sieht gut aus. Sind wir gut dran. So, und los. Hau sie nieder. Junge, Junge, jetzt kommen sie aber angerannt hier. Ihr Fixer. Lass mich in Ruhe. Heilige. Sag mal. Stirbt jetzt? Jetzt. Gut. Ihr sterben sollt nun tun. Halt. Da ist noch einer. Holen dir mein Freund. Oh nein. Jetzt kommt noch mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Okay. Jetzt werden sie. Jetzt werden sie. Jetzt werden sie aber richtig penetrant hier. Ich brauche ein bisschen freies Plätzchen. Und jetzt gibt es mal hier was auf die Nuss. So, es wartet nämlich hier oben. Ha, nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. So. Ja, machen wir den jetzt platt da oben. Hallo. Ach, das ist ein Boss. Kannst du nicht. Dann mache ich halt. Jetzt kommen immer mehr. Hallo. Alter. Okay, warte. Ich gehe mal kurz da hoch und dann mache ich da nochmal so ein... Jetzt lasse ich aber den Otto los hier, du. So, jetzt. Gut. Aha. Das habt ihr gesehen. Ja, grüß die anderen von mir. Ich hole dich später. Ja, das Eis verlangsamt die ein bisschen. Macht den Schaden, das ist gut. Da ist noch einer. Ja, komm her. Komm, du, mein Freund. Du auch, genau. Perfekt. Was holt ihr jetzt? Ach, da unten liegt noch Zeugs. Gut, alles eingesammelt. Ein Lager. Ich stopfe mal die Waffen hier rein. Ich werde jetzt auch ein bisschen die Lager nutzen, habe ich gesagt. Weil... Wenn wir schon mal eins haben, dann können wir das nämlich hier reinmachen, bis wir wieder in der Stadt sind. Und können uns dann von dort aus wieder bedienen zum Verkaufen. Ha, ich bin gar nicht so blöd, ne? Und hier können wir auch die Ringe reinmachen und den ganzen Scheiß, was wir nicht brauchen. So, dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Wenn es schon angeboten wird, dann werden wir es auch nutzen jetzt in Zukunft. Habe ich mir mal so überlegt, weil gerade bei weiteren Strecken wie jetzt hier, da muss man natürlich gucken, dass man ein bisschen das Zeug wirtschaftlicher... verwalten kann. Das hört sich aber voll schlau an, was der gerade sagt. Nein, natürlich will man auch einen Profit machen, ne? Wenn man schon so unterwegs ist. Und natürlich dann auch die Waffen wieder verkaufen. Man kann ja nicht wissen, wie viel Geld man noch in dem Spiel braucht. Ui! Ein Bossdrache! Das ist nur der Anfang. Mach ihn tot! Mach ihn tot! Jawohl, sie hat den irgendwie gestunt. Komm, schlagen doch um! Hau drauf! Ah, perfekt. Und hat gut Material gegeben. So, und das Gewinnspiel läuft immer noch auf meinem Kanal. Das Video müsste irgendwo zu finden sein. Bitte eintragen. Ansonsten auf meinem Blog bei Gewinnspiel steht es auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ist ein Link dazu. Einfach auf die Seite gehen und... Oh, Scheiße. Ganz sauer. Ey, wo ist... Ah, gut. Alles mitnehmen. Perfekt. Wir machen alle Platz, seht ihr? Wir sind einfach nur gut. Oh! Scheiße. Das sind Riesen. Oh, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Wölfe hier platt machen. Dann können wir mal versuchen, die Riesen da machen. Oh nein, ich hoffe, die sind nicht so schwer wie die Drachen. Also die, wo wir da schon hatten, die Eisdrachen. Gut, gut. Nein, nicht hier drin. Okay. Okay, okay, wir machen sie platt. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Nicht noch mehr. Oh, lass mal hier in die Mitte gehen. Ah, nein, da sind noch mehr. Aber hier kann ich meinen Zauber benutzen. Ich kann ihn noch nicht benutzen. Jetzt aber.
Ja, guck mal, ich habe einen Tank. Ja, wohl, legt sie ab so. So ist gut. So, jetzt drauf hier. Und die können sich gar nicht mehr bewegen. Jawohl, das Eis macht das. Die Wichser, die können sich nicht mehr bewegen. Gruppe vernichtet. Hallo, was kann ich denn für dich tun? Danke für eure Hilfe. Diese Eisriesen und Frostgoblins werden in letzter Zeit immer dreister. Wenn ihr in die Bibliothek wollt, müsst ihr euch an ihnen vorbeikämpfen. Der Sakara-Dämon, von dem ihr berichtet, ist eine schreckliche Bedrohung. Wir haben Schriften über diese Dämonen in der Bibliothek des Klosters. Doch weitere Gruppen der Goblinoiden halten die Zugänge besetzt, die zur Bibliothek führen. Ihr werdet euch den Weg freikämpfen müssen. Sind wir ja gewohnt? Ich könnte vermutlich keine Probe von euren Schwingen nehmen. Nein. Und wo? Wo muss ich jetzt hin? Die Bibliothek der Ahnen. Muss ich da rein, oder was? Ui! Ach, das sind alles die gleichen Eingänge hier. Oh, oh. Mayday. Einfach zu viele Gegner. Aber wir haben noch genug Heiltränke. Das ist nämlich gar nicht so schlecht. Wir könnten noch mal Trank des Mentors nehmen. Dann tun wir mal ein bisschen hier besser leveln. Vor allem schneller. Ach Mann, jetzt, ihr scheiß Klein. Ich habe ja gesagt, ich mag Goblins, aber irgendwie jetzt sind sie gerade ein bisschen zu penetrant hier. Schlag sie um. Nicht hinterher rennen, brauchen wir nicht. Wenn sie nicht sterben wollen, dann brauchen wir auch nicht hinterher latschen. Tussi, die gerade. Ja gut, das ist ja ihr Problem, ne? Ich gehe jetzt weiter hier. Die kann mich am Arsch lecken. Sie meint, sie müssen sie alle auf sich ziehen und. Autsch. So, und weiter geht's. Gott sei Dank haben wir noch die Tränke. Ich habe gewusst, ich musste mir aufsparen. Die gelben Tränke, Konzentration ist es, glaube ich, ne? Ja, der ist wichtig. Heilige Scheiße, lass mich jetzt meinen Bruder hinten. Du Nervensäge und dein. Wisst ihr, hört der eine auf mich zu schießen, kommt der andere, ne? Oh, jetzt reicht's aber hier. Jetzt komm her, du. Und der nächste. Ey, guck mal. Da ist Werbung im Spiel. Das Zeichen, das Symbol. Von der Seraphim, ne? Das. Gibt's hier eine Karte hier drin? Nee. Geht so? Ja, natürlich. Ah, wir sind richtig. Das ist gut. Boah, das ist jetzt aber hart hier, sich durch. Metzeln. Jetzt muss man erstmal das Zeug einsammeln. Ja, lauf ruhig zurück. Die Dusi kann auch mal ein bisschen was machen. Oh, haben wir da was vergessen? Schwacher Trank des Mentors, der ist ganz wichtig. Der ist richtig was wert. Weil den kann man bei den Händlern, glaube ich, gar nicht so kaufen, ne? Ich glaube, ich sollte viel mehr mit Magie arbeiten. So, alles mitnehmen. Gut. Und da ist noch einer. Ey, ich finde das geil, dass die die so festmacht. Das ist voll hilfreich. Ah, ich hau einfach ab. Tschüss. Hä? Ah. Ich muss da hoch. Da ist ein Händler. Habt ihr gesehen? Da ist ein Händler auf der Karte. Geil. Voll krass. Das sieht mal cool aus hier. Komm ich da rein? Nee, da. Oh, ein Portal! Ein Portal! Wo ist das Portal? Ist das hier irgendwo? Ist das da drin? Das Portal müssen wir uns holen.
Warte mal, ich glaube. Könnte auch hier unten irgendwo sein. Hä? Da ist es! Jawohl, ja! Ah, perfekt. Das ist Gold wert. Da brauchen wir uns dann nicht mehr durchfighten. Das ist richtig gut. Das gefällt mir. So, und wie kommen wir jetzt da rein? Oder bin ich da gar nicht richtig? Muss ich hier daran vorbei vielleicht, oder? Nee. Ist das hier der Eingang? Hier geht's auch nicht mehr weiter. Hä? Dann ist das da hier der Eingang, oder? Ah! Da ist ein Händler, guck mal. Hier, geil. Hallo, Herr Händler. Oh, das hier heben wir mal auf. Das könnte was wert sein hier. Müssen wir mal schauen, was das dann kann, wenn wir es mal ausgesockelt haben. Den Rest können wir eigentlich verticken. Ich glaube nicht, dass da noch was dabei ist, was irgendwie ziemlich toll ist oder so. Weil das haben wir ja schon alles an hier. Wir können auch mal gucken, was der noch hat. Hm. Naja, bisschen was mit Schutz. Der wäre noch interessant. Für das Geld, okay. 52.000 für das... Ich habe nur 558.000. Aber komm, nimm mal mit. Scheißegal. Ah, ich habe doch genug Geld, Mann. Ich bin reich. Halber Millionär. So. Dankeschön, Herr Händler. Und auf Wiedersehen. Geht's da runter? Alter, wo muss ich hin? Achso, warte mal. Es ging, glaube ich, noch in den Keller. Guck mal hier. Ah, perfekt. Oh, oh. Na toll. Wo ist jetzt das Ding? Da hoch? Bin ich überhaupt richtig? Hey, bleib hier. Du versaust meine Quote. Nee, ist falsch. Hm. Okay. Oh, guck mal hier, da kann man was plündern. Ich habe jetzt auch gerade genug Gold ausgegeben für so einen Ring. Beziehungsweise Amulett. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen wieder sparen und sammeln, dass wir wieder unsere auf den Weg zu Millionen kommen. Wäre schön, wenn man so einfach Geld verdienen würde, ne? Och nö, nicht schon wieder die komischen Riesen da. Ja, wir müssen. Das geht nicht anders. Obwohl, die sind eigentlich angenehm. Die machen jetzt nicht so viel Schaden, vor allem wir. Wenn man denen ein paar mitgibt, dann kriegen sie meistens keinen Schlag raus. Und dann sind sie eigentlich ganz einfach. Die sehen schlimmer aus, wie sie sind, also. Das geht ja noch. Was haben wir denn hier noch? Nochmal so einer. Was ist denn allen? Oh, der ist rot. Orange, beziehungsweise. Holen sie. Nein! Jetzt wollte ich, dass er mich nicht sieht. Ich dachte, mir doch nur eine gebrezelt. Aber die geben gute Erfahrung eigentlich. Sollten wir die alle wegbashen hier. Ah, wir sind... ziemlich nah dran hier an der Quest. Sehr schön. Bibliothek der Ahnen. Guck mal, da kommt schon was angeschwebt. Hallo! Ist das ein Feind? Ist das ein Feind oder ist das... Wird das jetzt böse oder nicht? Haben wir jetzt in Ruhe. Hi! An Kamios Herz, metaphysische Abhandlung von Urizan. Zur Zeit der Chaoskriege extrahierten wir aus der Seele dieser Welt Elemente, die unsere Seraphim zu schützen hatten und ihnen heilige Bedeutung verliehen. Elemente, die das Rad des Lebens und des Todes bestimmen.
Elemente, die, genannt zusammen, die Macht über die Ebene des Lebens und des Todes verleihen. Elemente, die von den Ältesten der Seraphim in alle Winde verstohlen und vom Blut der Kriege überdeckt wurden. Okay. Und jetzt? Ich verstehe diese kryptischen Weisungen. Um den Sakara-Dämon zu vernichten, benötigen wir die heilige Macht der Elemente, aus denen Ankaria besteht. Findet diese Elemente. Die Schriften und Bücher geben uns Hinweise. Das Element der Lüfte ruht auf dem Eisgipfel von Frostgard. Das Element des Feuers in den Drachenhöhlen von Alcazaba Nocdraco. Das Element des Wassers in der Festungsruine von Veragnar. Und das Element der Erde in den Höhlen der Dunkelelfen von Suragnar. Wenn ihr die vier Elemente habt, trefft mich in der Enklave der Zauberkundigen von Burg Sternental. Okay, haut jetzt ab in dem Fall. Elemente finden. Welche Herausforderung für die Kunst der Tschüss. Wissenschaft. Ja, toll, sie lässt mich hier allein. Ja. Lasst mich doch alle allein. Könnt von mir aus auch noch gehen. So, weil ich werde jetzt hier nämlich ein Päuschen machen. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder im nächsten Part. Wohl und munter. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Wie geht's eigentlich weiter? Die Elemente... Ankarias. Also gut, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.